So, ihr könnt da hinten meinetwegen eure Steine weitermachen. Hier ist die Waffenschmiede unterwegs. Was könnten wir noch bauen? Ein Tempel für Priester. Hier, ihr zum Beispiel, kümmere dich auch jetzt mal um den Tempel. Den bauen wir gleich nochmal dahin. Denn Gold brauchen wir momentan, glaube ich, nicht so viel. Wir können da hier noch ein paar Dorfbewohner ausbilden. Dann könnt ihr gleich am Gold weitermachen. In der Zeit wird hier meine Waffenschmiede und mein Tempel hergerichtet, erstellt. Und dann können wir nämlich da auch gleich noch ein paar Priester ausbilden. Die sind ja nämlich auch ganz gut in der Beziehung, würde ich mal so sagen. So, da haben wir Dorfbewohner. Dann gehst du da einmal hin. Genau. So, Rammblöcke können erstellt werden. Ah, dafür wird ja natürlich jetzt besonders viel Holz benötigt. Das heißt, wir müssen also viele Dorfbewohner jetzt in den Wald hier schicken. Tempel ist auch fertig, Priester sind auch unterwegs, Bevölkerungslimit so niedrig, ja, das ist ja nicht schlimm. Dann bauen wir wieder ein Haus. Jetzt müssen wir auf jeden Fall die Dorfbewohner zum Holz schicken, damit wir weitere Rammblöcke einrichten können, erstellen können. Und da können wir uns auch bald mal wieder wagen, dann in den Kampf zu ziehen. Müsste ja ein bisschen funktionieren, müsste es ja. So, da ist ja schon der erste Rammblock. Der kann sich mal dahin stellen. Mehr gehen leider noch nicht. Es fehlen noch 71 Stücke, sagen wir mal. Und dann können wir nämlich erst den nächsten machen. So, du gehst nämlich da auch mit ans Holz. Du gehst ans Holz. Ihr könnt dann noch ein bisschen Holz verbraten. Dann könnte der nächste Rammblock auch schon gemacht werden. Geht ja eigentlich doch relativ schnell eigentlich. Schneller als ich denn doch gedacht habe. Ja, ihr greift mich immer wieder gerne an. Ich bin aber leider noch ein bisschen stärker als ihr. So, könnt ihr euch doch mal da hinstellen. So, Ramblock ist gleich fertig. Zack, ist der nächste da. Dann kannst du dich auch mit dazu rein. Dorfbewohner müssen auch noch ein paar her. Wie viel habe ich eigentlich noch Platz für Häuser? Baulimit 14 von 24. Also kann ich auf jeden Fall noch ein paar Häuser bauen. Mit dem Bevölkerungslimit klappt es auf jeden Fall noch. Denn man kann nämlich nur 24 Häuser bauen und dann muss man nämlich erstmal mit dem klarkommen, was man an Soldaten, sagen wir mal so, hat. Ja, ist irgendwie immer ein bisschen schade, dass man da auch dann auch so ein Limit hat, aber ich glaube, das reicht dann auch im Endeffekt dann doch wieder. So, hier haben wir auch schon zwei Priester. Dann machen wir noch ein paar. Ramblock. Geht noch einer? Nee, noch einer geht noch nicht. Müssen wir einen Augenblick kurz warten und dann können wir schon gleich den nächsten Rammblock. Das heißt, dann hätten wir nämlich schon vier Rammblöcke. Ich glaube, das würde dann auch erstmal reichen. Damit können wir uns das dann mal wagen anzugreifen. Müsste eigentlich schon ganz gut klappen. Wir probieren es dann einfach mal. So, da hinten die Steine sind weg. Haben wir hier noch irgendwo? Doch, da ist noch Stein. Bauen wir doch dann einfach mal das Lagerhaus dahin. Und dann könnt ihr jetzt Stein einfach mal da bauen. So, hier sieht es auch schon ganz gut aus. Haben wir auch schon den nächsten. Ja, ich glaube, wir werden einfach mal in den Kampf gleich gehen. Du kommst auch noch mit hier rum. So, sonst ist nichts mehr unterwegs hier. Doch, der Priester ist noch unterwegs. Auf den warten wir noch mal kurz. Und dann ziehen wir doch einfach mal in den Kampf. Ich teste es jetzt einfach mal. Vielleicht klappt es ja schon, vielleicht nicht. Werden wir ja denn je nachdem sehen. Lagerhaus ist errichtet, ja genau. Ihr geht nämlich gleich an die Steinmine ran, dann könnt ihr die bearbeiten, meinetwegen. So, Bevölkerungslimit ist einfach zu niedrig. Das heißt, wir gehen jetzt mit diesen in den Kampf. Wir riskieren es jetzt einfach mal. Ach ja, genau, wir gehen einfach so darüber. Mal gucken, wo sich der Gegner jetzt hier so befindet. Ich weiß nicht, aber wahrscheinlich wird er sich hier so irgendwo aufhalten müssen. Weil schließlich kommen, ja, da ist nämlich auch schon rot. Das heißt, ich bin in der richtigen Richtung. Könnte mich jetzt hier mal zufrieden lassen. Ich möchte doch nur da durch. So, einmal weg. Könnte gleich hier anfangen, alles zu zerstören wieder. Wenn ich sowas schon sehe hier, dass sie sich hier schon wieder ausbreiten. Gefällt mir ja gar nicht, muss ich also gleich angreifen. So, kommt mal mit, Leute. Da sieht es ja schon ganz gut aus, was Rot betrifft.
Banditenanführer. Den sollten wir vielleicht mal töten. Komm mal her. Kommt der schon mal weg. Gucken, wo wir Häuptling Drakon nachher aufspüren. Das interessiert mich ja sowieso am meisten. Aber auch den werden wir noch finden. So, ist das auch eine Steinmine? Ja. So, weiter hier durch. Sitzt aber nur hier nur Lagerhäuser. Wo haben wir denn hier den Rest, richtigen Rest hier? Ach, die befinden sich ja auf so einem Hügel. Diesmal alles ein bisschen verwinkelt hier. Ja gut, wenn ihr euch da oben befindet. Da komme ich ja schließlich auch noch hin. Das wisst ihr ja wahrscheinlich. Ja, da finden sich auch schon die ersten Felder an. Das heißt, wir kommen der ganzen Sache endlich mal ein bisschen näher. Ja, wir kommen der Sache auf jeden Fall näher. Kriegshütte angreifen. So, bewegt euch nach oben. Und greift diese Kriegshütte hier an. Vor allen Dingen diese Türme sind am schlimmsten hier von allen. Das heißt, wir machen uns erstmal an diese Wachtürme ran. Denn die nehmen am meisten Leben weg. Deswegen werden wir die erstmal zerstören. Oh, wie viele haben sie davon schon gebaut? Das gibt's ja gar nicht. Ein paar sind es ja auf jeden Fall schon. Aber den Rammblöcken klappt es ja hier alles wunderbar. Da ist er. Häuptling Drakon, schnell hin. Und tötet ihn. Dann haben wir den nämlich auch schon. So, die anderen kümmern sich um die anderen Wachtürme, da, die Rammblöcke. Das ist ja auch gut. Ist ja nämlich auch gleich weg. So, Häuptling Drakon ist getötet. Die Anführer der Banditen ist abgeschlossen. Ja, wunderbar. Das heißt, wir können uns jetzt einfach nochmal hier um das Dorf selber hier umzingeln. Und das auch noch fertig machen. Gibt ja alles extra Punkte hier. Zum Glück. So, jetzt kommt ihr. Ja. Die Rammblock macht das Feld weg. Dann nochmal hier die Waffenkammer. Hat ja super geklappt hier alles. Finde ich ja ganz schön, dass das so gut ging. So, geht nochmal darum. Hier ist sogar noch ein blauer und schlägt auch tatsächlich auf diesen einzelnen roten Dorfbewohner ein. Das ist ja auch schon nicht schlecht. So, was gibt's denn hier noch? Hier gibt's ja noch ein paar Lagerhäuser, die wir zerstören können. Hier brennt es auch schon. Auch der ist auch noch hinter dem Dorfbewohner hinterher. Ja gut, dann... Nee, neu gebaut wird es hier mit Sicherheit nicht mehr. Ihr seid ja wohl verrückt, hier noch einfach nachzubauen. Genau, wir gehen auch einfach jetzt mal da lang. Da ist noch ein Lagerhaus. Also Lagerhäuser haben sie hier auf jeden Fall schon eine ganze Menge. Da sind sie schon wieder am Neubauen. Ich mache mich gerne nochmal auf den Rückweg. Dann werdet ihr sehen, dass ich auch nochmal wiederkommen kann. So, der ist auch weg. Hier. Was ist hier mit dem Dorfbewohner los? Der wollte nämlich eben auch schon wieder was Neues bauen. Ach, du bist auch noch da unterwegs. Joa, gut. Schlagen wir auf den einzelnen Dorfbewohner da ein. Könnt ihr gerne machen. Alles weg, was wir hier finden. Die sind ja schon wieder... Wo kommen dann mal die ganzen Dorfbewohner immer her? Weißt du, das wundert mich immer wirklich. Die ganze Zeit sieht man hier keinen. Und mit einmal kommen sie dann doch alle wieder. Naja, gut. Einmal den zerstören, dann das Lagerhaus. Gleich wieder mit. Daraus haben wir noch ein Feld. Dann haben wir hier wieder was. Immer wieder was Neues dazu. Dorfbewohner. Ja, hier soll der Dorfbewohner hier erledigen. Gut. Feinde besiegt unvollendet. Wo haben wir denn hier noch ein paar? So viele können es ja nicht mehr sein. Ach ja, hier ist noch einer. Der wird ja auch gerade noch getötet. Da ist auch noch einer. So vereinzelt findet man dann hier noch ein paar. Aber wie gesagt, so viele können es nicht mehr sein. So, jetzt haben wir Drakons Legion endlich abgeschlossen. Ja, das ist doch wunderbar, dass wir es geschafft haben. Und dabei hatten wir noch gar nicht bei uns noch gar nicht so viel aufgestellt. Trotzdem haben wir es schon geschafft mit unserer Mannschaft. Finde ich ja wunderbar. Gut, dann gehen wir in unsere Missionskarte mal eben zurück. Und zurück zur Missionsstadt. Da haben wir doch diese große Mission endlich abgeschlossen. Hat ja wirklich lange gedauert, diese ganze große Mission. Aber geschafft ist geschafft. Abschließend. So, die haben wir geschafft. Plus 5000 EP.
kein Zeichen. Dazu, die Anführer der Banditen können wir auch abschließen. Achso, du musst eine Missionsbelohnung wählen. Belohnungen, ein Objekt wählen. Drakons geschwärztes Kehlstück, Kleidos Beinschienen des Todesschritts oder Homers Weste der Weitsicht. Boah, was nehmen wir denn da jetzt? Nehmen wir einfach mal das hier, das Todesschritt. Hört sich ganz gut an. Danke. Und abschließen. So, mein Inventar scheint auf jeden Fall voll zu sein. Haben wir noch eine Truhe zum Öffnen? Haben wir noch was zum Öffnen? So, jetzt können wir das erstmal nämlich da unterbringen. Gucken, was wir noch alles so loswerden hier. Bestimmt noch mehr. Dies nicht. Das auch noch nicht. Ja, ist auch noch gesperrt. So, wir werden hier sonst nichts mehr los. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen was abwerfen hier. So, jetzt gucken wir mal, ob wir es jetzt hier abschließen können. Nehmen wir das. Ich muss gehen. Ja, und nochmal plus 6000 EP hinzu. Und damit hätten wir das auch schon mal wieder geschafft. Diesmal keine Schatztruhe hinzu. Nein, diesmal haben wir keine bekommen. Hier hätten wir auch schon wieder was zu tun. Wir haben ja hier überall was zu tun. Merke ich schon. So, die Anhänger, ja, das machen wir. Genau, wir machen nämlich jetzt hier wieder einen kleinen Schnitt. Und dann geht's gleich weiter hier mit einer neuen Herausforderung. Und zwar nehmen sie unter unsere Fittiche. So heißt die nächste Mission, die wir machen werden. Da geht es nämlich wieder um eine beschützte die Ratshalle. Da müssen wir dann 10 Minuten aushalten. Und gibt auch wieder 5000 EP als Belohnung. Das heißt, wir sehen uns dann hier später wieder bei dieser Mission. Und bis dahin macht's gut und guckt euch auch zwischendurch nochmal die anderen Folgen an. Würde mich natürlich auch freuen. Also bis dahin macht's gut.